Hallo, hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal geht's um, ja, worum geht's eigentlich? Also wir sind da im Osten Islands unterwegs, also Ost-Südost, und aktuell ist besonders der Wind sehr fordernd für uns, weil dadurch auch die Suche nach der Komposition zusätzlich erschwert wird. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu arg. Und also wie gesagt, die Suche nach der Komposition wird zusätzlich erschwert und wir sind gefordert, nur auf den Beinen zu bleiben. Die Stative haben wir vorsichtshalber gleich im Auto gelassen, weil wir gesagt haben, das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das eine große Hilfe sein wird heute. Wir sind dabei einem wunderschönen Wasserfall und durch die tiefen Temperaturen, also es hat aktuell minus 8 Grad und 37 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit, also das ist schon massiv. Ich bin sehr happy über die glücklichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die trotzdem dem Wind und dem Wetter problemlos, und ich bin einfach begeistert, wie wir die Leidenschaft der Fotografie dort teilen und gemeinsam den widrigen Bedingungen dort trotzen. Der Wasserfall, wo wir gerade sind, der hat so eine Besonderheit. Also man kann ihn einerseits von oben fotografieren und andererseits kann man ganz nah ran. Es hat sich da so eine natürliche Höhle oder so eine Nische, eine Felsnische gebildet, die wunderschön ausschaut, also fotografisch sehr interessant auch. Ich hoffe, ich habe heute ein, zwei brauchbare Bilder zusammengebracht. Wenn dem so ist, dann seht ihr das eine oder andere dann jetzt in Kürze eingeblendet. Genau. Wir sind wieder im Lightroom und ich habe da eine Serie von vier Bildern gemacht. Wenn wir uns das anschauen, das erste Bild, Blende 9, reicht auch bei dem Ultraweitwinkel nicht aus, dass der komplette Bildbereich scharf abgebildet werden kann. Daher, wenn wir uns das einmal anschauen, hinten alles scharf, alles super, und je weiter wir nach vorne kommen, irgendwann beginnt es, also da in dem Bereich zum Beispiel, beginnt es langsam unscharf zu werden. Also das wäre dieser Bereich. Also im hinteren Drittel ist es scharf und dann fällt die Schärfe graduell ab. Wenn wir dann das nächste Bild anschauen, also sieht man schon mal, okay, aus der Hand ist das ist gar nicht einfach, dass man die Position exakt gleich hält für die nächste Aufnahme. Bei der vierten ist der Wasserfall komplett unscharf und dafür ist der Vordergrund, der unmittelbare, wenn wir es kurz laden lassen, ist der unmittelbare Vordergrund super scharf, und genau diesen Teil werden wir aus diesem Bild dann verwenden. Genau, da sieht man es jetzt. Wir gehen da jetzt so vor, dass wir diese vier Bilder im Photoshop kombinieren. Das heißt, wir haben da jetzt
4 Aufnahmen von der gleichen Szene und der Schärfepunkt sitzt woanders. Beim ersten Bild sitzt er hinten am Wasserfall, beim zweiten sitzt er in dem Bereich, beim dritten in dem vorderen Bereich, also im vorderen Drittel, und beim vierten sitzt er quasi am Bildrand, am unteren. Also es wird dann auch noch ein weiteres Video in Kürze geben, wo ich dann auch den Vorgang draußen bei der Aufnahme mitgefilmt habe, dass ihr das besser seht, wie ich da exakt vorgehe. Weil wenn ich es erkläre, ist es eine Sache, und wenn ich es euch zeige, dann seht ihr vielleicht Nuancen, die ich nicht erklären kann, sodass es schlüssig ist. Die 4 Bilder müssen zuerst ausgerichtet werden, dass sie perfekt übereinander liegen, und dann kann ich es zur Armbild zusammenfügen. So, und in diesem Fall gehen wir so vor, also nur das wisst ihr, das ist schon dann ist fertige Bild. Die 4 Bilder, die ich zu einem fertigen Bild zusammenstellen möchte, wähle ich aus. Also ich wähle das erste Bild an und drücke die Shift-Taste und dann das letzte. Das heißt, alle 4 werden in dem Fall ausgewählt. Anschließend drücke ich mit der rechten Maustaste hin auf eines der Bilder. Also ihr könnt es da ins Bild oder auf den Bildrand drücken. Das ist in dem Fall mit der rechten Maustaste egal. Das Wichtige ist, dass das als Ebenen öffnet, weil sonst habt ihr 4 separate Dateien im Photoshop geöffnet. Und genau, wenn das der Fall ist, dann ist es ein bisschen lästig, weil dann müsst ihr das im Nachhinein noch zusammenfügen, dass alle in einer Photoshop-Datei sind. Also ich klicke das einmal an. Jetzt sind alle 4 Bilder in Photoshop geöffnet. Und jetzt kann ich diese zusammenfügen. Wenn wir da nochmal die Augen mit dem Augensymbol die einzelnen Ebenen durchschauen, dann sehe ich, okay, die liegen alles andere als gut übereinander. Jetzt muss ich es einmal so ausrichten, dass sie perfekt übereinander liegen. Das heißt, zuallererst gehe ich mal rein und wähle alle wieder aus. Also da kann ich wieder die Shift-Taste wählen, ich nehme die oberste Ebene, drücke die Shift-Taste und halte sie und wähle das unterste Element aus. Und jetzt habe ich alle 4 Ebenen selektiert und jetzt muss ich gehen auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten. Und wenn ich das auswähle, dann kommt der folgende Dialog. Ebenen automatisch ausrichten, da kann ich die Projektion anpassen. Ich kann da automatisch verwenden, perspektivisch und verschiedene andere Optionen. Die anderen Optionen sind eigentlich alle für Panoramas und in diesem Fall wähle ich einfach automatisch. Genau, jetzt sehen wir, dass das Bild, dass die Bilder übereinander liegen. Also es wurden alle gedreht, um übereinander zu passen. Und da schaue ich jetzt, also wenn ich das aus- und einschalte, dann sehe ich, okay, das passt gut, also es passt bis auf minimale Verzerrungen. In diesem Fall ist es egal, weil da ist der Hintergrund verzerrt und den Hintergrund würde ich von dieser Ebene sowieso nicht nehmen. Es ist einfach so, dass es ist egal, wie man vorgeht, es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten im Photoshop zu arbeiten und davor zu gehen. Und bei mir liegen die Ebenen jetzt so vor, dass die vorderste Ebene, wenn ich da nochmal reingehe und schaue, dann beginnt der hier unscharf zu werden. Das heißt, ich möchte alles wegmaskieren, was unscharf ist. Weil das, was unscharf ist, das soll von der darunterliegenden Ebene durchwirken. Das heißt, wenn ich jetzt alle Ebenen nochmal ausblende, bis auf die Hauptebene, bis auf die oberste, und dann sehe ich nur die oberste Ebene. Und jetzt gehe ich so vor, dass ich alles entferne, was nicht scharf ist. Ich erstelle jetzt eine Maske. Das ist rechts unten im Bild. Und diese Maske ist weiß.
wenn ich auf dieser Maske mit Schwarz male, kann da nur Graustufen verwenden, also Farben machen da keinen Sinn, also es wird nur in Helligkeit gearbeitet da. Jetzt gehe ich auf Schwarz und dann gehe ich auf Pinsel, dann bin ich auf Deckkraft 100, Fluss 100, das heißt, wenn ich da jetzt reinpinsel, dann entferne ich diesen Bereich. Das, man sieht, über weiche Kante, das heißt, im Vordergrund ist sowieso nichts Interessantes drin für, aus dieser Ebene. Und das heißt, wir gehen jetzt so vor, dass wir da, wo es noch scharf ist, also in dem Bereich, passt die Schärfe noch. Das heißt, wir gehen so vor, dass wir den Bereich eben, ich mache den Pinsel nur ein bisschen härter, um den Übergang eine Spur genauer zu machen. Und dann, sobald ich die nächste Ebene einblende, hier übernimmt jetzt die Ebene 2 mit der Schärfe. Also da sieht man, da passt die Schärfe gut, geht weiter. Jetzt geht es in die Ebene 2 weiter und die beginnt hier unscharf zu werden. Das heißt, an diesem Punkt wäre es jetzt an der Zeit, für die Ebene 2 ebenfalls eine Maske zu machen. Wieder weiße Maske und da pinsel ich wieder mit Schwarz rein und machen wir da mal so einen, löschen mal den Vordergrund weg quasi. Also es ist nicht tatsächlich weggelöscht, sondern es ist nur eine weiße Maske, die das versteckt. Das heißt, da ist die Schärfe schon nicht mehr ideal, das heißt, da können wir noch ein Stück wegnehmen. Und dann blende ich mal wieder die nächste Ebene ein und da sehen wir, der Übergang ist super. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel das weglösche, dann sehe ich, okay, das ist von der unteren Ebene, das ist noch immer schön scharf. Und da kann ich das eben so verfeinern. Wenn ich mir denke, irgendwo, ah, da ist die Schärfe vielleicht in der unteren Ebene besser. Da in dem Fall stimmt es nicht mehr, also da wird es schlechter in dem Bereich, wenn ich da drüber pinsel. Das heißt, da muss ich schauen, dass ich den Bereich, den ich da mit Schwarz weggelöscht habe quasi, dass man darunter sieht, dass ich den mit Weiß wieder zurückhole. Da kann ich dann die Farben wechseln, entweder die Taste X drücken, dann wechsle ich zwischen Schwarz und Weiß her, zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe. Und wenn ich jetzt mit Weiß pinsel, sehe ich, dass da die Schärfe wieder besser wird. Also da merke ich, okay, das wird besser. Okay, und jetzt haben wir schon drei Ebenen. Der Vordergrund ist noch nicht perfekt, den könnte man auch verbessern. Und das tun wir eben so, dass wir... Entschuldigung. Und das tun wir eben so, dass wir noch eine Ebene hinzufügen. Und diese Ebene, da löschen wir nur den unmittelbaren Vordergrund weg. Und dann schauen wir uns einmal an, wie das aussieht. Das schaut eigentlich schon sehr gut aus. Das trifft es ganz gut. Wenn wir dann noch weiter vorgehen, also wenn wir das weiter weglöschen, dann wird es schlechter. Das heißt, ich wechsle wieder auf weiße Farbe. Das heißt, da wird es besser. Genau. Und da wird es wieder schlechter mit Weiß. Das heißt, da muss ich wieder auf Schwarz wechseln. Da ist die untere Ebene besser. Da die schärfe Übergänge sind auch sehr gut und das wirkt als sehr realistisch. Das heißt, wenn ich mir das Bild so anschaue, außer dass es sehr schief ist, funktioniert das jetzt soweit ganz gut. Genau. Jetzt kommt meine Lieblingstastenkombination im Photoshop. Da braucht man fast zwei Personen dafür. Es ist Steuerung, Shift, Alt und E. Damit machen wir aus allen sichtbaren Ebenen eine neue Ebene. Die Ebene 1 beinhaltet alles, was bisher angepasst wurde. Also wir haben da von ganz vorne bis ganz hinten ist das Bild scharf. Und diese Ebene würden wir jetzt freistellen. Also wir gehen aufs Freistellungswerkzeug oder Taste C für Crop und dann stellen wir
die Sache gerade. Also man sieht, da ist die Uferkante, da trifft der Wasserfall auf und dann würde man die das so freistellen, dass das einen schönen Bildausschnitt ergibt. So, also ich glaube, diesen Bildausschnitt finde ich ganz gut. Das heißt, wenn wir da auf OK gehen, ich habe in diesem Fall beim Cropping-Tool, also beim Freistellungswerkzeug, die Einstellung so gewählt, dass außenliegende Pixel löschen nicht ausgewählt ist. Das heißt, dass wenn ich jetzt nochmal aufs Croppen-Werkzeug gehe, dann gibt es die Pixel, die ich gerade weggeschnitten habe, noch. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, jetzt geht man so vor, wenn ich alles behalten will und da wieder reingehen will, dann kann ich die Ebenen einzeln alle behalten und sonst komprimiere ich alles auf eine Ebene und gehe dann und schließe dann über den X-Dialog das Fenster und dann gehe ich auf Speichern. So, das ist jetzt mein fertiges Bild in Lightroom. Man sieht, die Schärfe ist überall im Bild. Es ist perfekte Schärfe. Und jetzt sind wir aber noch immer nicht fertig, weil jetzt geht es um die Bildbearbeitung. Gut, also ein paar Basiseinstellungen bei dem Bild habe ich schon gemacht. Also bevor ich es dann zu Photoshop geschickt habe. Und das heißt, jetzt gehe ich eigentlich so vor, dass ich noch ein paar lokale Anpassungen mache. Ich möchte da im Vordergrund die Risse etwas verstärken, die führen nämlich so schön zum Wasserfall, also zu den Eiszapfen. Dann im Himmel möchte ich die Spur abdunkeln und da noch ein paar Details rausholen. Das heißt, wir starten einmal mit den Details im Vordergrund. Das heißt, einerseits gehe ich mit den Tiefen runter und mit der Gradationskurve leicht senke ich da die Tiefen ab und lasse die Lichter gleich. Das heißt, dann folge ich mal diesen Rissen und mache diese noch besser sichtbar und deutlicher erkennbar. Da folge ich eben, wie gesagt, den bereits bestehenden Strukturen. Also ich mache da nichts neu und versuche die Schatten, die da sind, zu verstärken. Wenn wir uns das anschauen, das Vorher-Nachher, also das ist vorher, das ist nachher, vorher, nachher. Also man sieht einen Effekt, das passt gut. Zu viel Effekt soll man nicht sofort erkennen. Da gehen wir lieber öfter drüber. Als zweites, wir wollen die Details und die Kontraste ziemlich stark rausholen. Das heißt, wir gehen da lokal mit Klarheit hinauf. Wir gehen mit dem Kontrast noch rauf über die Gradationskurve, den wir so mit einem leichten S-Bogen einstellen, also die Lichter nach oben und die ab den Mitteltönen bleibt so wie es ist. Und dann gehen wir noch mit Weiß rauf auf plus 10 bis plus 15 und dann mit Lichter gehen wir noch rauf auf 27 oder so. Und dann können wir über diese schönen Strukturen gehen, die benachbart zu den dunklen Rissen sind. Weil eben wenn diese benachbarten Strukturen unterschiedlich bearbeitet werden, dann stellt sie eben der dreidimensionale Effekt perfekt ein. Und ich kriege eben so das schönste Ergebnis. So. Mit diesem Werkzeug können wir auch den Wasserfall ein bisschen hervorheben. Also da ist es ein bisschen schwierig, dass sich der abhebt. Also da ist noch fließendes Wasser und da haben wir die Eiszapfen. Und genau, also im Prinzip ist das in der Mitte die Eiszapfen, die gefrorenen Teile und der Wasserfall da. Das sind so meine Hauptteile. Also der Vordergrund ist extrem wichtig, weil der führt uns eben zu dem wichtigen Bildelement hinten hin und da können wir eben die Kontraste, die vorhandenen, perfekt ausspielen. Eine weitere Maske wird der Himmel sein. Himmel ist wichtig. Den können wir etwas abdunkeln. Da gehe ich rein, wieder mit einem Pinsel
und dunkle das hier ein wenig ab. Das heißt, ich habe eine Maske, dann gehe auf Gradationskurve nach unten, einfach ein normaler Bogen, dann lichter weiß, können wir ein bisschen nach unten und ein bisschen wärmer können wir den Himmel färben. So, jetzt machen wir größere Maske und dass ich Platz habe zum Zeichnen, gehen wir auf Steuerung und Minus. Dann gehe ich eben so etwas großräumiger drüber und ja, das ist schon ganz gut. Und weil es so schön war, dunkel mal die Ecken mit einem weiteren Pinsel ab. Diesmal nur die Gradationskurve und dann können wir eben also so kreisförmige Bewegungen, sanfte Bewegungen, dass die Ecken nicht so dominant sind und dann genau, dann dunkle ich da einen Bereich ab, dass die Zentrumswirkung möglichst gut ist. Also es ist wie eine Vignette, die aber sehr gezielt angewendet wird. Das heißt, wenn ich mir das nochmal anschaue, das ist vorher, das ist nachher. Also es werden wirklich gezielt Bereiche verstärkt. Und jetzt, jetzt ist es wieder an der Zeit, mit dem Aufhellen-Werkzeug. Also jetzt ist es wieder Zeit. Jetzt ist es wieder an der Zeit, mit einem weiteren Pinsel gewisse Bildbereiche aufzuhellen. Das heißt, jetzt gehen wir wieder mit der Gradationskurve nach oben, mit Lichter und Weiß, Weiß und Lichter. Und dann hebe ich nochmal hier die Strukturen hervor. Also ich könnte die Temperaturen anpassen, aber im Prinzip möchte ich das nur in Bereichen machen, wo es sehr hell ist. Und da können wir das Color Grading Tool verwenden. Also das wäre jetzt da ein geeigneter Platz für Color Grading. Hier könnte ich nämlich so vorgehen, dass ich mal anschaue, okay, was bringt das eigentlich und was für Farbe hätte ich gern. Das heißt, das wäre eigentlich schon eine schöne Farbe. Das sieht das gesamte, die warmen Bildbereiche sollten noch ein bisschen stärker herauskommen. Und da wähle ich mal einen Farbton aus, den mache ich wieder mit 100% Sättigung quasi. Und dann drücke ich wieder die Shift-Taste und dann kann ich eben entlang dieser, also der Farbton bleibt gleich und dann kann ich nur mehr die Sättigung verringern. Und das mache ich indem, dass ich von rechts nach links rutsche und dann irgendwann beschließe, okay, so gefällt mir das jetzt. Das wäre jetzt so weit einmal mein Endergebnis. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen habt können, dann freut mich das extrem. Bitte den Kanal teilen, abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare was schreiben. Ich versuche es zu berücksichtigen, was ihr euch wünscht und versuche da einen Mehrwert zu liefern. Alles klar, dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.